Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Roman Total War 2 mit Makedonien. Wir sind jetzt schon ziemlich weit. Wir haben jetzt, also natürlich Pergamon ist, hat uns ziemlich hier geholfen. Aber wir müssen jetzt nur noch diesen Schnipsel da erobern. Klar, Pater war... Partien wird nochmal Baktrien wird nochmal schwer sein. Partien ist jetzt schon nur noch hier. Ja, geil. Nur noch in Nisa. Genau. Das heißt, wir werden weiterhin so vorgehen wie Alexander der Gute. Der ist nämlich... Warte, hier habe ich zwei verloren... Allein Panzerpikniere. Nee. Da muss ich noch zwei Runden warten. Das ist ein Feind. Da bin ich gerade reingestiefelt. Ja, komm. Genau, hier wollte ich, was wollte ich hier machen? Militär oder, ich glaube Nahrung. Also mache ich nochmal Nahrung. Also, ja. Genau. Du gehst mir, nein. Hier ist doch ein kleiner, wieso willst du außen rum gehen? Keine Ahnung. So. Minus Nahrung überall, das gefällt mir nicht. Man könnte den noch töten, aber ja, nein, mache ich nicht. Gut, die habe ich schon bewegt, die habe ich noch nicht bewegt. Die geht mir jetzt mal hier hin und schaut, wie da die Armeen aufgestellt sind. Bisschen schneller bitte. Thank you. Du machst das da, du... sieh mal eine an, die 10.000. Die lasse ich, glaube ich, noch hier. Die wollte ich als Backup haben, falls mal wieder ein Bürgerkrieg ausbricht. Genau. I remember. Was machst du? Du gehst mal wieder zurück hierhin. Du bleibst da, du bleibst da, du bleibst da. Das passt alles. Ich glaube, das war's jetzt. Rom hat wieder Rom erobert. Und Pergamon ist in Neapolis. Das ist so, ja, komisch. Wieso kann ich den nicht sehen? Der ist doch mein Verbündeter. Naja. Aber Rom ist wieder in Rom. Gut, dann machen wir mal weiter. Okay, Neapolis ist ja wieder in römischer Hand. Interessant. Gut. Was macht denn Baktrien? Baktrien ist ja an sich auch interessant, weil Baktrien war ja früher auch, Wir stehen einem würdigen Feind. Nö. Baktrien war ja im Persischen Reich drinne. Und, die haben ja, also, habe ich schon erzählt, aber die haben, ja... Liebe zum Gold, weckt das Böse im Menschen. Hä? Gebt uns euer Gold. Woher weiß der, wo ich bin? Woher kennt er mich? Hä? Wieso bietet sie mir an, mir zu helfen gegen... Ja, das mache ich automatisch. Weil meine Einheiten da drin waren sowieso schon tot. Und das übernehme ich dann einfach mit dem wieder. Diese Guerilla-Taktiken sind halt immer... Ich spreche das Wort aus. Nö. Lass mal stecken.
Verträge waren für uns beide von Nutzen. Doch nun sagen uns unsere Infanterie, Kavallerie, Umsturz, Erlass annulliert. Genau. Mission fehlgeschlagen. Ja, wollte ich nicht. Hi. Ich mach mal knapper Sieg. Nee, dann spiele ich das. Weil knapper Sieg ist mir zu wenig. Zu. Ja, doch, zu wenig. Also ich denk mal nicht, dass der mich wirklich auseinandernehmen kann. So. Also, vor allem mit der Kavallerie. Wenn man die Kavallerie gut einsetzt, dann ist die fast. Ja, kann man auf jeden Fall mit der sehr gut den Feind ausspielen und gewinnen. So. Ja, ihr Guten. Warte. So. Warte, der bleibt mal hier. Gut, also vor allen Dingen gegen Fernkampfkavallerie ist ja es ist sehr schwer gegen die zu gewinnen. Aber das finde ich auch ehrlich gesagt gar nicht schlimm, weil die waren früher auch sehr sehr gefürchtet, vor allem von den Römern, weil die hatten ja die römische Armee war ja legendär. Sie war bis auf wenige Male wirklich unschlagbar. Also, was machen die denn da? Rangeln die, hä? Keine Disziplin. Bis auf wenige Male waren die wirklich unschlagbar. Und das Problem bei der römischen Armee war, dass sie sich sehr, sehr langsam bewegt hat. Und das war auch der Grund, warum die römische Tradition von der Legion, sag ich mal, von der festen Legion, unser General wird angegriffen. Ja. Wie weit können die denn schießen? Ja, tötet mal die hier. Ja, wobei allein Panzerpikiniere sind gefährlich.
So, der General geht mal hier hin. Ah, das sind solche. So, das sieht doch ganz gut aus. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Na, ah, der General ist auch Pikinieren. Pikiniere sind jetzt auch tot. Gut, also die römische Armee war unglaublich langsam und zur Zeit von der Völkerwanderung und Hannibal und so wurden dann die Armeen auch umgerüstet. Es wurde weniger auf schwere Infanterie gesetzt, sondern eher auf leichte Infanterie. Und das lag auch daran, dass immer weniger Römer Legionäre wurden, sondern immer mehr aus den germanischen Völkern. Und die haben auch ihre Reiterkünste und so weiter eingebracht. Und ja, da wurde viel mit viel geändert dann. Aber dazu sage ich dann im römischen im Rom-Let's Play mehr. Gut, du kannst wieder laufen, du auch. Natürlich kann ich zufälligerweise hier nicht mehr. Warte. Hier. Hallo, ich verstehe dir mal den Weg. Und du schaust mal hier hin. Ja, das kann ich automatisch machen. Super. Alexanders Stolz. Hier kann ich Angriffs. Ja, das ist sehr stark. Erfahrungsränge. Ah, das ist super. So, mache ich auch automatisch. Gut, haben alle überlebt. Das ist wichtig. Sehr schön. Vor allem der Gore kann ich auch alles weiterverwenden. So, und jetzt sind wir hier. Genau, da kommen ja die beiden Armeen jetzt runter. Ne, die bleibt oben, für um hier zu schützen. Die da geht runter, erobert die da. Und Alexander Stolz holt sich dann die Hauptstadt. Ne, ist gar nicht seine Hauptstadt, okay. Okay. Hier sind die Armeen aber ziemlich dünn. Hm.
Ich überlege gerade, ob ich die alle ersetze, weil die Speerkämpfer sind halt... Die haben jetzt Geschossschaden von 34. Ja, komm. Tut mir leid. Ihr habt lange genug gedient. So. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Der Alexander Scholz hat noch was bekommen. Und zwar das hier. Genau, dann gehst du nochmal nach... Ah, sieh mal einer an. Ja, wunderbar. Der hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 14, 16, 17, 18, 19. Ui. Ah. Das wird nochmal interessant. Uiuiui. Gut, da brauche ich auf jeden Fall... Die da hat dagegen keine Chance. Also, ja, wobei mit den vielen Fernkämpfern vielleicht. Ich muss dann einfach... ja... Die da müssen die ganzen Sperre und Pfeile schlucken und die da müssen sich fokussieren immer auf eine Einheit. Und die da müssen dann vielleicht von hinten rein. Das da ist auch eine interessante Armee. Gut, dann nächste Runde. Wir werden jetzt so lange. Ich biete euch Frieden an, wie ich einem esse. Ja, ich sag nö. Das ist echt sonderbar, ehrlich gesagt, dass er jetzt da angreift, weil die. Schau mal, hier ist meine Fullstack-Armee. Das ist sowas von strategisch idiotisch. Das macht gar keinen Sinn. Ja, okay, es sei denn, er stoppt den jetzt oder mobbt den und der will nach Hause oder tötet ihn. Gut, ich sag nichts. Gut gemacht. Damit hat er sich quasi selbst getötet. Nein, oh nein, da kommt sie. Da kommen sie. Uiuiuiui. Wir stehen einem würdigen Feind. Ja. Dann steht mal weiter. Was mache ich jetzt wegen Pater? Was mache ich da jetzt? Also ich glaube, also ich kann es schaffen, wenn, also auf einer offenen Fläche wäre ich relativ verloren. Elsviertel. Echt jetzt? Echt jetzt? Echt jetzt? Was ist denn los? Oh je. Da habe ich ja... Hä? Wieso kommen jetzt die ganzen Elsviertel? Du da? Warum? Du, hä? Achso. Nahrung. Nahrung. Gut, dann bin ich durch. Jetzt mal hier. Du gehst mal weg. Schmarrn. Eins weiter. Hier sind die Leute. So. Aber wieso bekommen die nicht automatisch den Buff? Das ist jetzt schwer. Das ist jetzt sehr schwer.
Weil der da kann die da auch einnehmen. Die hat zwar eine Mauer, aber er hat viele Einheiten, die auf die Mauer können. Ich habe Pioniere. Ja, okay, aber ich habe genug Pioniere. Okay, ich glaube, ich kann den hier aufhalten. Dann gehe ich mal hier hin. Damit ich hier den unterstützen kann. Und die kommen hier nicht, also die müssen hier über die Mauer gehen. Ah, der hat leider keine Mauer. Schade, schade, schade. So, gut. Du kannst mal ein paar Söldner holen. Wie wär's mit denen? Wie wär's mit Fernkampfkavallerie? Und du wirst jetzt mal sowas von auf den Popo gehauen. Das geht doch nicht, was du da machst. Das ist doch dumm. Du musst noch ein bisschen verschnaufen. Ich schicke den mal wieder zurück. Also ich patrouilliere mal hier jetzt mit den Spionen hin und her, damit ich alles gut im Blick habe. Okay. Und du gehst auch nach da. Okay, super. Jetzt gehe ich nochmal durch, damit nächste Runde nicht nochmal heißt. Elendsviertel. Ich wollte gerade sagen Adelsviertel. Das wäre ja gar nicht schlimm. So, dann schaue ich mal nochmal bei denen. Ich glaube, das passt jetzt. Gut. So, dann machen wir einmal weiter, schauen, was passiert, und dann ist die Folge schon vorbei. Also Pater hat jetzt nur noch eine Stadt, aber okay, der bunkert sich ein. Das könnte meine Chance sein. Die Worte des Orakels beeinflussten unsere. Das könnte jetzt. Nee. Nein. Also, es könnte. Also, ja, wobei. Also, ich überlege gerade, weil, wenn ich. Oh, jetzt kommt der wieder. Was ist denn los? Ich überlege gerade. Mein ehrbarer Herr, weil. Über Gold zu reden. Eine beträchtliche Summe würde euch seine Gunst sichern. Eine beträchtliche. Das sind 2000. Das ist gar nicht beträchtlich. Ich überlege gerade. Ob ich die angreife, weil die sind beide in, also eingebunkert. Das heißt, wenn ich den ersten, die erste Festungsanlage schnell einnehme, bevor der zur Hilfe kommt und die Türme einnehme, dann könnte ich es schaffen. Aber das ist zu risky. Und jetzt ist der auch noch gekommen. Und der ist noch da. Das heißt, ich muss den alleine lassen. Tut mir leid. Aber ich glaube, das schafft er alleine. Vor allen Dingen in der Stadt, er kann der sein Potenzial von der Kavallerie nicht völlig ausschöpfen. Das ist gut. Und mit dem komme ich jetzt auch mal nach oben. Mit dir gehe ich mal hier hin und bunker mich ein. Mit dir bleibe ich da. Du schaust mal, wer da ist. Wieder Bakterien. Okay. Du wirst wieder aktiviert. Du. Die da können eigentlich auch aufgelöst werden. Und stattdessen
Ja, wobei, hier kann ich nur Steinschleuderer. Na, okay. Dann war das vielleicht useless. Der kann da und der kann da. Mit den beiden Armeen könnte er das schaffen. Was waren jetzt die Missionen? Stelle eine Armee auf. Warum sollte ich das tun? Ja, wobei, ich könnte hier einen Gegenspieler aufstellen. Wie mögen die mich eigentlich? Minus. Die mögen mich, die mögen mich nicht. Wie sieht's denn hier aus? Du bist noch zu jung, ne? Du bist 15. Aber das heißt doch eigentlich, dass du bereit bist. Weil die hat noch nicht genügend Gravitas. Okay. Das kommt schon. Das kommt noch. Der bekommt noch eine Frau. Die bekommt wieder einen Mann. Machen wir mal wieder Heirat. Genau, und ja, wir sind schon wieder fertig. Und ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und nächstes Mal werden wir höchstwahrscheinlich 2, 3 fette Schlachten sehen. Bis dahin. Bye bye. Mach's gut.